PS, die Spielkiste von Matthias und Emily könnte recht dienlich sein. Es sind ein paar Figuren darin. Bitte die Zuschauer in meinem Namen um Verständnis. Die Vorstellung darf auf gar keinen Fall ausfallen, schon allein der Kunst wegen. Ich darf Ihnen vielleicht noch ein Shakespeare-Zitat dazu mitgeben. Ergänzt mit den Gedanken unsere Menge. Zerlegt in tausend Teile einen Mann und schaffet eingebildete Heereskraft, denn euer Sinn muss unsere Könige schmücken. Shakespeare. Die Puppen. Wie Wolf von Hamlets Tod, des werten Bruders, noch das Gedächtnis frisch, das unserem Herzen Trauer gezieht und dem ganzen Reich in eine Stirn des Grames sich zu falten, doch hat Verstand, Natur so weit bekämpft, dass wir mit weisem Kummer sein Gedenken. Blutschänderisches Bett zu stürzen. Ich will heute Nacht wachen. Vielleicht geht's wiederum. Meines Vaters Geist in Waffen. Es ist nicht gut. Diese Regeln prägt in dein Gedächtnis. Gib den Gedanken, die du hegst, nicht Zunge. Dein Ohr sei jedem, wenigen deine Stimme. Nimm Rat von allen, aber spare dein Urteil. Hier meinem Segen. Schmach und Gram, dass ich zur Welt sie einzurichten kam. Fass ich mich kurz. Euer Sohn ist toll. Toll nenne ich's, denn worin besteht die Tollheit, als dass man gar nichts anderes ist als toll? Doch, das mag sein. Mehr Inhalt, weniger Kunst. Auch er. Ich brauche nicht die minste Kunst. Toll ist er, das ist wahr. Wahr ist's, ist schade und schade, dass es wahr ist. Ihr wisst, er wandert manchmal bis 4 Stunden in diesem Vorraum. Da will ich meine Tochter zu ihm lassen. Und ihr und ich, verborgen hinterm Teppich, beobachten den Treff. Welch ein Meisterwerk ist der Mensch. Wie edel durch Vernunft, wie unbegrenzt an Fähigkeiten. In Gestalt und Bewegung, wie bedeutend und wunderwürdig im Handeln. Wie ähnlich einem Engel. Für Tragödie, Komödie, Historiker, Pastorale, Pastoralkomödie, Historiko-Pastorale, Tragiko-Historiko, Komiko-Pastorale, für Einheit des Wortes oder nicht beschränktes Gedicht. Ah, wollt ihr für die Bewirtung der Schauspieler sorgen? Oh, ich bitte euch, lasst sie gut behandeln, denn sie sind der Spiegel und die abgekürzte Chronik des Zeitalters. Thank you.
Wir haben Hamlet heimlich herbestellt, damit er hier dir wie durch Zufall begegnen mag. Dein Vater und ich selbst, berufene Späher, wir wollen uns so postieren, dass sehend ungesehen wir die Begegnung klar bewerten können. Nun, ob's Liebesheimsuchung ist oder nicht, womit er sich so quält. Ophelia, geht hier umher, lest hier im Buch, damit der Anschein frommen Treibens dein Alleinsein übertüncht. Ich höre ihn kommen. Ziehen wir uns zurück. Eure Majestät und wir, die wir ein reines Gewissen haben, uns stürzt nicht, mag sich kratzen, wenn es juckt. Seht ihr da nichts? Gar nichts. Mein Vater, so leibhaftig wie im Leben, seht doch dahin! Dies ist nur eures Hirnes Ausgeburt. Nein, Mutter. Mein Puls hält wieder eure Maßvollzeit und schlägt gesunden Takt. Es ist nicht Wahnsinn. Damit er, wenn ich ihn nur leicht hinstreife, doch sterben muss. Ich kann nicht anders als weinen. Ich denke, dass sie meinen Vater in den kalten Boden gelegt war. Das sag ich aber meinem Bruder. Und so danke ich euch für euren guten Rat. Für welchen Mann gräbst du das? Für keinen Mann, Herr. Für welche Frau dann? Auch für keine. Wer soll da begraben werden? Eine, die Frau war, Herr. Aber Gott hab sie selig. Sie ist tot. Herr! Ihr habt ja einen Schädel. Der hat euch in der Erde gelegen wohl. 23 Jahre. Von wem war er? Von einem verrückten Scheißkerl. Dieser selbe Schädelherr war Joriks Schädel. Jorik? Der Narr vom König. Jorik. Hamlet, diese Perle ist dein. Giftgekelch. Es ist zu spät. Jetzt treffe ich ihn. Kommt, mein Prinz, kommt! Also gut.